Das hier ist ein typisches Bild von meinem Abend, wie ich lerne. Ich habe hier meistens irgendeinen Manga. In diesem Fall ist es Nana. Ich habe es auch mal mit Termae Romae versucht, aber irgendwie ist der Film besser und hier gibt es keinen Furigana drin. Jedenfalls ist das gar nicht der Punkt, sondern ich lese den Kram, habe hier meinen iPod für die Dings nachgucken, die Wörter. Da gibt es nämlich hier so eine geile App, die heißt EB Pocket 3. Die gibt es noch für den, oder gab es damals noch für den uralten iPod. Da kann man sich dann gerne von Wadoku einfach das Dictionary draufziehen. Geht theoretisch auch mit jeder anderen Sprache, weil man kann einfach, man braucht nur das richtige Format, dann kann man alle möglichen Wörterbücher hier draufziehen und dann schreibe ich das Ganze hier drauf. Das Ganze steht hier nachher so drauf, dass ich es nachher direkt in Anki, wie soll ich sagen, einsprechen kann. Also ich spreche ja den Satz. Dann habe ich hier meine Wörter markiert, die ich nachher vermutlich in Anki so schreiben werde und dann natürlich hier die deutsche Übersetzung direkt drüber, damit ich nachher überhaupt nichts mehr nachgucken muss. Ich muss es nachher nur noch stumpf sprechen und diese Wörter eintragen, die ich eben nicht verstanden habe. Das Schreiben hat auch den Vorteil, dass ich dabei direkt noch die Kanjis übe. Je nachdem, ob ich das blind schreibe oder ob ich dann immer gucke, wie die Kanjis geschrieben werden. Auf jeden Fall gewöhne ich mich an die Schrift. So, und wenn ich dann so eine halbe, dreiviertel Stunde oder in letzter Zeit auch so ein ganzes Buch dann fertig habe hier, dann kommt meistens der Kindle dran. Nochmal zum Einschlafen, nochmal zum Üben. Jedenfalls hier ist der Punkt, dass ich kein Furigana habe, das heißt, ich muss die Kanjis so frei lesen. Man kann auch ein bisschen schneller drüber lesen, weil man eben kein Furigana hat, das stört dann nicht. Und der Vorteil hier beim Kindle im Vergleich zu dem hier ist, ich kann die Sachen, die ich nicht verstehe, einfach markieren und mir digital maximal noch eine Notiz machen. Aber grundsätzlich funktioniert das alles so, dass ich dann sage, blablabla, fertig. Nachher beim Lesen, wenn ich das Ganze dann wieder in den Computer eintragen will, habe ich zwar mehr Arbeit, aber dafür kann man mit dem Ding hier einschlafen und mit dem eher weniger. Ja, so viel zu meinem Abendprogramm. Vielleicht nochmal interessant zu sagen, Kostenpunkt, das Ding hier, iPod Touch 2 ist das, glaube ich. Es war einer der ersten iPod Touch. Habe ich damals von einem Freund für umgerechnet 20 Euro gekauft. Also relativ günstig. Nur das Lesematerial muss man sich natürlich irgendwo her schaffen. Wenn man jetzt keine Quelle für irgendwelche Animes oder, irgendwelche Mangas hat, würde ich im Zweifelsfall die Kindle-Version empfehlen, dass man sich einen Kindle holt. Damit kann man sich dann über sein Konto die japanischen Bücher holen und dann hat man zwar keine tollen Bildchen zum Abend, aber dann hat man zumindest was zum Lesen und auch zum Eintragen. Und wenn man keinen Bock mehr hat auf Schreiben, dann legt man sich hin, dreht sich um und markiert höchstens noch. Und nochmal zum Thema Buchwahl. Man muss sich natürlich im Klaren sein, wenn ich jetzt Nana lese, das ist für irgendwelche Mädels geschrieben, dann ist vielleicht das auch die Sprache, die da drin benutzt wird. Also eben die Sprache von Mädels. Beziehungsweise zum Beispiel in dem Fall, hier geht es um eine Rockband, könnte man glaube ich sagen, oder Punk. Und eine entsprechende Sprache ist deswegen benutzt. Auf meinem Kindle lese ich zum Teil ist allerdings alles nur im Sample-Download, damit ich mir, weil so hart kann ich doch nicht lesen. Jedenfalls, ich habe hier noch Bücher über Psychologie, Sprache lernen, Umwelt, Körper, Gehirn, also alle möglichen wissenschaftlichen Richtungen. Hintergrund ist einfach genau derselbe wie hier. Wenn ich hier die Sprache von einer Rockband lerne, lerne ich hier eben die Sprache von Psychologie, Medizin oder was weiß ich. Natürlich alles in dem Rahmen, in dem man das alles noch versteht, sonst macht es keinen Spaß mehr. So, nächster Morgen am Frühstückstisch. Ich esse natürlich und höre mir dabei meine Vokabeln an. Das Ganze hier ganz praktisch mit dem iPad. Das ist natürlich relativ teuer. Und der Anki-App dazu, die auch 20 Euro kostet, was ich aber relativ günstig finde im Vergleich. Wer die Möglichkeit nicht hat, kann sich ja einen Rechner nehmen oder im Zweifelsfall müsste sogar mit einem Raspberry Pi gehen. Der kostet ja inzwischen nicht mehr so viel. Also wer wirklich wenig Geld hat, der kann da trotzdem was machen. Achso, und man sieht hier noch, ich habe 15 neue Karten pro Tag. Das heißt, ich lerne quasi 15 neue Wörter pro Tag. Und die 97, wie man da sieht, ist heute von 115 runtergelaufen, weil ich jeden Tag 115 Karten wiederhole. So, als nächstes haben wir Händewaschen nach dem Frühstück. Und natürlich liegt das iPad dabei, dass wir während dem Händewaschen gleichzeitig noch weiter lernen können. Wir müssen ja nicht mal drauf gucken. So, nächste Station ist Kanji. Normalerweise mache ich das Ganze vor dem Essen. Dann habe ich auch eine Motivation, damit schnell fertig zu werden, damit ich endlich frühstücken kann. Ja, was mache ich hier? Ich habe hier 6 Kanji, die ich für diese Woche eben lerne, die ich mir letzten Sonntag rausgeschrieben habe. Und die schreibe ich dann einfach alle mal hier hin. So 5 Mal hintereinander, jeweils 1. Und dann habe ich hier ein spezielles Deck in meinem Anki, wo ich eben genau diese Kanji auch nochmal alle eintrage immer. Sieht man das? Ja, 30. Das sind pro Tag immer 30 Kanji, die ich dann auch einmal da mir angucke, mir überlege, was es bedeutet, dann nicht mehr hingucke und dann hier das schreibe, was ich eben gesehen habe, ohne nachzugucken. Wenn ich das geschafft habe, ich schreibe das 3 Mal, dann ist diese Karte erfolgreich beendet. Wenn nicht, dann muss ich sie wiederholen. Wäre jetzt Sonntag, dann würde ich mir auf diesen Zettel hier angucken, welche Kanjis ich mir über die Woche notiert habe. Zum Beispiel, weil ich sie in der Zeitung gelesen habe oder in einem Manga. Und es schon oft genug dran kam, so dass ich denke, okay, das macht Sinn, das zu lernen. Man sieht, es sind schon ein paar weggestrichen. Es ist auch nicht der erste Zettel hier. Dann suche ich mir, wie gesagt, 6 neue Kanjis raus. Hier sind jetzt nicht mehr so viele drauf. Und die schreibe ich dann eben auf einen neuen Zettel und lerne dann eben die für diese Woche. Plus natürlich immer die 30, die ich schon mal vorher eingetragen habe, die ich schon 2 Jahre früher gelernt habe. Achso, vielleicht soll ich noch sagen, was heißt eigentlich Kanji lernen für mich in dieser Form hier. Hauptsächlich geht es mir dabei nur um die Bedeutung. Ich versuche meistens immer noch bei diesem hier hinschreiben und überlegen, was es bedeutet, eine Lesung zumindest mitzunehmen, damit ich das irgendwie nachher eine Möglichkeit habe zu checken, wenn ich das mal schreiben will. Aber viel wichtiger als irgendwie eine Lesung ist mir eigentlich die Bedeutung, weil man aus der viel mehr rausschließen kann.
Und vielleicht soll ich das noch dazu sagen, das Kanji war eben relativ groß. Normalerweise mache ich das ziemlich klein. Und zwar so klein, wie es ungefähr in einem Buch abgedruckt ist. Wie ich es innerhalb von einer kurzen Zeit verstehen muss, sehen muss, verstehen muss und damit umgehen können muss. Also es ist, wie gesagt, relativ klein. Man sieht es auch im Vergleich zum iPad, ist ein Mini hier. So, das ist jetzt fertig geschrieben. Ich habe noch 25 Karten tatsächlich übrig. Ich habe 30 gemacht, aber ich habe mal irgendwann schlampig gearbeitet. Die werde ich aber jetzt nicht mehr machen, weil sonst macht es keinen Spaß mehr und dann lerne ich nichts mehr. So, das Ganze passiert alles vor der Arbeit bzw. vor der Uni, je nachdem, was gerade ansteht. Ich habe Glück, heute habe ich frei. Eigentlich kann man ja ein eigenes Kapitel über Kanji machen. Nur noch mal kurz zur Anmerkung. Ich achte auch drauf, in welcher Reihenfolge ich die Kanjis lerne. Wenn ich in Woche 1 dieses Kanji hatte, werde ich in Woche 2 garantiert nicht dieses hier machen, weil die sich so ähnlich sehen, dass ich genau weiß, ich werde die garantiert wieder verwechseln. Das heißt, wenn ich weiß, ich will beide lernen, dann schreibe ich mir das hier auf meinen Zettel, warte dann 6-7 Wochen und dann lerne ich erst das hier. Ein bisschen anders sieht es aus bei der Magie und beim Dämon. Die sehen sich, da ist ja, das hier ist ja ein Teil von dem. Da mache ich es oft so, dass ich manchmal erst das Schwierigere nehme, dann, das dauert natürlich ein bisschen vielleicht, bis ich das dann drin habe. Und dann direkt 2 Wochen im Anschluss mache ich dieses hier. Warum? Weil ich dann irgendwie mit dem auf das hier überleiten kann. Und je nach, immer wenn dieses hier wieder kommt, lerne ich auch gleichzeitig wieder das hier. Das heißt, irgendwie lerne ich dann beide zusammen. Die müssen zeitlich relativ nah bei mir sein. Dann klappt das ganz gut. Wo kriege ich sonst meine Kanjis her? Da gibt es hier diese geile App Imiwa. Da kann man sich alle Kanjis nach Schulstufen angucken, was sie in welcher Klasse lernen. Und wenn ich irgendwie auf meinem Zettel nichts mehr habe, dann gucke ich hier rein. Ich bin zum Beispiel jetzt schon bei Junior High School. Und dann gucke ich mir an, okay, wo bin ich das letzte Mal stehen geblieben? Und ab da mache ich dann einfach stumpf weiter. Da sind auch viele, die man irgendwie nicht so oft braucht. Wie dann später der Kram hier. Aber man kann ja einfach ein bisschen gucken beim Abarbeiten. Brauche ich das wirklich? Habe ich das schon mal gesehen? Und wenn nicht und ich noch andere Kanjis zur Verfügung habe, dann lerne ich lieber erstmal andere. So, jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Nehmen wir an, es wäre jetzt Nacht. Das ist das, was ich meistens abends vor dem nächtlichen Duschgang mache. Also entsprechend so ziemlich das Letzte, wenn der Kopf eh nicht mehr ganz funktioniert. Kurz nebenbei, ich kann das Deck Core 10K sehr gut empfehlen. Das benutze ich oft, um die Kanjis dann nochmal zu lernen. Da sind nämlich schon viele gesprochene Sätze vorher drinne. Das heißt, man erspart sich da ein bisschen Arbeit. Aber ich benutze das nicht, um meine eigentlichen Sätze zu sprechen oder zu üben, weil dann spreche ich sie nicht, dann übe ich sie weniger. Es ist also nur, um mir, weil die Kanjis so viel Arbeit kosten, an der Stelle ein bisschen Arbeit zu erleichtern. Ja, jetzt ist es im Grunde relativ einfach. Ich spreche also irgendeinen Satz drauf und schreibe dazu die Wörter, auf die ich nicht kenne. Konkret sieht sowas zum Beispiel so wie hier aus. Dieses Kanji in der Vorderkarte, das zeigt mir, okay, wenn ich diese Karte sehe, dann höre ich nicht nur, was ich sage, sondern nachdem ich weiß, was dieser Satz bedeutet, muss ich mir auch noch überlegen, wie das geschrieben wird. Meistens mache ich dann nicht alle Kanjis, sondern nur die, wo ich dann weiß, okay, das ist das, was ich wahrscheinlich haben will. In diesem Fall ist es nämlich genau Okashi, das Zeichen für Okashi, was ich hier haben wollte. Man sieht ansonsten hier unten, hier steht jetzt ein Satz, das ist besonders, weil das aus dem Core 10K Deck kommt. Ansonsten würde da einfach nochmal das Furigana für das Okashi hier stehen. So, das war jetzt ein bisschen Workflow-Erklärung, aber auch bei diesem Workflow, in dem ich das, den ganzen Kram einmal drauf sprechen muss, weil ich krieg das auch nicht mit dem ersten Mal hin. Ich spreche zum Teil Sätze 7-8 Mal, bis sie ordentlich auf dem Ding drauf sind. Sonst ist das Soundfall einfach zu lang. Ansonsten habe ich noch Karten, wo die Lesung zum Beispiel besonders wichtig ist. Können die mal so aufmachen. Da geht es dann tatsächlich darum, das mache ich dann nicht mit Hören, sondern dann lese ich tatsächlich. Das sind oft Sätze, die ich entweder nicht sprechen kann, weil sie zu kompliziert sind, oder wo ich sage, hier muss ich mal die Lesung lernen oder hier muss ich mich an das Kanji gewöhnen oder sowas. Das ist aber die Ausnahme, weil ich da drauf gucken muss. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Und natürlich ist klar, dass wenn ich die immer nur das Japanische höre und ins Deutsche übersetzen soll, lerne ich natürlich nur von der einen Sprache auf die andere. Deswegen habe ich hier die gerade hier noch Premium-Version. Da wird hier ein Bild angezeigt. Meistens steht noch ein Text drunter. Und ich spreche auch noch den deutschen Satz dafür, damit ich weiß, was ich übersetzen soll. Und dann muss ich das übersetzen. Und in der zweiten Karte steht dann meistens eben genau die Übersetzung drin, die ich haben wollte. Da diese Karten aber richtig schwierig sind, also wenn ich davon 1000 Wörter habe, dann ist es sehr, dann komme ich nur sehr langsam durch mein Deck. Es gibt ja auch immer viele Arten und Weisen, wie man etwas in einer anderen Sprache ausdrücken kann. Deswegen sind diese Karten sehr schwierig zu erstellen. Und deswegen mache ich das nur für ganz ausgewählte Sätze, Sachen, die ich mir unbedingt behalten muss, wo ich oder will. Zum Beispiel, wie ich mich in einem Jobinterview unterhalte oder wie ich, mit, wenn ich einem Lehrer begegne, was ich ihm als erstes sagen muss, wie auch immer. So Sachen. Und auch wenn ich die Karte sehe, immer im Hinterkopf, okay, wenn ich eine andere Art und Weise, das auszudrücken habe, kenne, dann muss ich nicht unbedingt dieses hier sagen, sondern dann kann ich auch das andere akzeptieren. Also das ist keine Muss-Karte sozusagen. So, und jetzt am Ende kommen wir zum eigentlichen Lernen, der Hauptbestandteil, das Wichtigste, wie ich überhaupt so weit komme. Ich hoffe, man hört das. Ich höre das und ich will überhaupt nicht übersetzen. Selbst wenn hier dann nachher nochmal die deutsche Übersetzung steht, die interessiert mich gar nicht. Ich höre diesen Satz und stelle mir bildlich vor, was sagt dieser Satz mir? In welcher Situation bin ich da? Das ist mein Kopfkino, was in dem Moment losläuft. Und wenn ich mir das vorstellen kann, aber nicht übersetzen kann, dann ist das eine völlig valide Antwort. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wo ich das eigentlich mache alles, wo lerne ich überhaupt die Vokabeln, wie ich eben schon ein bisschen angedeutet habe, überall. Statt wie andere Leute MP3-Player zu hören oder sowas oder irgendwie in die Gegend zu gucken, lerne ich permanent mit diesen Karten. Weil sonst würde ich sie gar nicht durchkriegen. Das sind 115 Karten mal 115 mal 4 Sekunden plus noch denken. 4 Sekunden, weil meistens die Sounddatei so lang ist. Da sitze ich mich ja abends tot und langweilig vor dem PC. Also wenn ich zum Bus laufe, wenn ich auf die U-Bahn warte, wenn ich zur Toilette gehe. Nicht auf der Toilette, das ist mir hygienisch zu viel, sag ich mal. Aber auf dem Weg dahin. Auch auf der Arbeit, wenn ich zur Toilette laufe, dann mache ich das, wenn es die Möglichkeit gibt. Wenn ich einkaufen gehe, selbst wenn ich im Supermarkt bin und die Sachen auswähle, ich höre permanent dieses Ding.
Vorteil ist nämlich, zumindest im Regelfall brauche ich überhaupt nicht drauf gucken. Deswegen habe ich hier so einen Auswahlstapel, der da drunter ist. Der gibt mir nur die Audio-Files. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, dann klicke ich da drauf. Dann weiß ich, es gibt nichts, wo ich lesen muss. Ich kann das Ding blind bedienen. Ich kann es einfach so halten, schön mit dem Case zusammen. Und tipp hier oben drauf für Wiederholung der Audiodatei und hier für die nächste Karte. Und vielleicht mal, falls es auch mal falsch ist, was relativ selten vorkommt, hier auf die linke Seite oft mit der Nase. Also abkürzend zu sagen, alles, wo ich mindestens eine Vokabel durchkriege, benutze ich dieses Ding. Ich trage dieses iPad permanent mit mir rum. Dabei ist natürlich ein Grund auf jeden Fall, um diese ganzen Karten fertig zu kriegen, die einfach eine bestimmte Menge haben. Der andere Punkt ist aber, ich gewöhne mich auch dran, wenn ich mit anderen Sachen gedanklich beschäftigt bin, trotzdem noch das Japanisch drauf zu haben. Also nicht nur, wenn ich voll im Japanisch-Modus bin, sondern auch, wenn ich einkaufen gehe, auch wenn ich vorher vielleicht jemandem gesagt habe, wie der Weg geht, muss ich immer noch in der Lage sein, danach irgendwas Japanisches zu verstehen. Also dieser Switch von irgendwas auf Japanisch, das muss auch funktionieren. Das ist zumindest eine Anforderung, die ich an mich stelle. Das ist ein weiterer Grund, weshalb ich das Ding immer mit mir rumtrage und auch immer benutze. Wie gesagt, sogar in meiner Wohnung, wenn ich von A nach B gehe, mein Flur ist lang, da geht mindestens eine Vokabel rein. Wenn ich mir 10-mal am Tag Tee hole, dann sind es 10 Vokabeln, die ich am Tag durchkriege, nur fürs Tee holen. So sicherheitshalber hier nochmal ein paar Situationen. Wäsche aufhängen, bügeln, Wäsche in Waschmaschine kochen, Fenster öffnen, Sport, besonders beim Kraftsport ist es gut, Dehnen, Aufzug fahren, Googeln suchen, YouTube-Wartezeiten, wenn die Videos laden, vor dem Duschen, nach dem Duschen, Bad sauber machen, Zähne putzen, Haare kämmen, Kleidung anziehen, Kleidung ausziehen und so weiter. Also das ist eine Beispielliste. Da ist überall Zeit für ein bisschen Vokabeln, oder?